Hey, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute will ich euch mal zeigen, wie man aus einem Tablet hier einen Zweitmonitor für euren Computer machen kann. Und zwar kabellos. Dazu braucht ihr erstmal eine App. Und diese App heißt Space Desk und findet ihr natürlich in Google App Store. Dies geht allerdings nur für Windows-Geräte, ne? Also ihr ladet euch die Space Desk App runter. Wenn ihr jetzt die App auf euren Android-Tablet startet, werdet ihr feststellen, dass ihr noch keinen Computer gefunden habt. Denn ihr müsst noch etwas von der Seite spacedesk.net runterladen, und zwar einen Treiber. Also öffnet ihr euren Browser, gebt ein spacedesk.net. Sucht da euer System aus, Windows 10 oder Windows 11, in meinem Fall wäre es Windows 10. Ladet euch dann dieses Programm runter und installiert das. Jetzt noch den Computer neu starten und dann geht das ab. Und wenn ihr nun auf dem Tablet die Space Desk App öffnet, werdet ihr sehen, dass ihr schon einen zweiten Monitor oder beziehungsweise dass das Bild per Wi-Fi übertragen wird. Wie ihr jetzt erkennen könnt, ist das Format nicht ganz perfekt am Tablet angepasst. Das könnt ihr dann wiederum unter Windows machen. Ganz einfach, entweder so wie ich, geht ihr in die Systemeinstellung, unter System, dann Anzeige, und da könnt ihr dann noch das Seitenverhältnis anpassen. Ich würde sogar empfehlen, dass ihr neben der Anzeige euch dann noch quasi die Schriftgröße anpasst, damit ihr auch vernünftig was seht. Und dann war es das auch schon. Nutzen könnt ihr das also wie einen ganz normalen Monitor, jetzt das Tablet. Und ja, einfach perfekt. Nur noch schnell die Anordnung, wie ihr gerne den Monitor haben wollt, euren tragbaren Zweitmonitor haben wollt, in Windows einstellen und ja, fertig ist die Marie, und das funktioniert ganz gut. Wichtig dabei ist natürlich, dass ihr eine vernünftige Wi-Fi-Verbindung habt, also die sollte schnell genug sein und stabil, und eventuell sollte ihr auch ein performanteres Tablet haben als wie ich. Mein Test läuft hier mit einem Lenovo Tape M10 Plus der dritten Generation und auch das funktioniert ganz gut, wie ihr durchaus sehen könnt. Ja, ansonsten kann man sogar die Touch-Bedienung unter Windows verwenden, geht auch einwandfrei. Kann diese App nur empfehlen, funktioniert wie gesagt top, und wenn jemand jetzt einen zweiten Monitor braucht und keinen hat oder absolut kein Geld dafür hat, sich einen zweiten anzuschaffen, aber ein Tablet zu Hause rumfliegen hat, dann ja, macht's doch. Also echt top. Das Schöne an dieser Lösung ist ja jetzt auch, dass das Tablet quasi ein kabelloser Monitor ist. Dies wiederum bedeutet, dass wir den Arbeitsplatz verlassen können. Zum Beispiel, weil es gerade Essen gibt oder weil man Essen machen möchte, aber man eigentlich nicht weg könnte vom Computer. Da kann man sich halt einfach nicht die Dinge dann auf den nächsten Screen ziehen, wie zum Beispiel jetzt hier auf dem tragbaren Monitor, siehe Android Tablet, und dann nimmt man das einfach mit und geht woanders hin. Und wir sind jetzt hier in der Küche und haben immer noch vollen Zugriff auf den Computer. Wir können also jetzt das Video hier weiter abspielen und es läuft einwandfrei. Ja, können das auch wieder alles schließen. Wir können ja wirklich alles machen, was man oben an den PC auch machen könnte. Und das ist top. Tragbarer Monitor, den man überall verwenden kann, im ganzen Haus. Wichtig ist nur, dass ihr in demselben Wi-Fi unterwegs seid. Was soll ich noch sagen? Funktioniert einwandfrei. Der zweite Monitor, der tragbare zweite Monitor mit einem Android-Tablet. Und dies könnte man theoretisch auch auf dem Smartphone machen. Aber ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, auf so einem kleinen Display
da bietet sich so ein, ja, Tablet doch besser dafür an. Je größer, desto besser, ne? Und ich hoffe, der Tipp, der hat euch gefallen und der ein oder andere kann damit was anfangen. Und wenn dem so ist, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Würde mich auch freuen, wenn ihr mich abonniert. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, sind wir durch mit diesem Video. Und ja, bleibt mir noch eins zu sagen. Leute, wir sehen uns zum nächsten Video hier auf meinem Kanal. Also dann, ciao.